Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic Labyrinth. Und ich glaube, das müsste schon die 7. Folge sein. Oder 8.? Ich glaube 7., oder? Ja. 7. Folge müsste das sein. Und ihr habt sicherlich schon am Thumbnail gesehen, wer heute dran ist im Labyrinth. Und das ist der Ankylosaurus. Und ihr habt wieder sehr, sehr fleißig geliked. Ihr habt sehr, sehr fleißig Kommentare geschrieben, weil ihr gerne der Ankylosaurus sein möchtet. Und wer der Ankylosaurus ist, das verrate ich euch jetzt. Und da seht ihr ihn, wie er langsam und träge rausstolziert mit seinen kurzen Beinchen. Aber dafür ist er ein sehr, sehr cooler Saurier. Also ich denke, er ist nicht der beste Kandidat für so ein Rennen, aber wir werden sehen, wie er sich schlägt. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. Und ihr seid sicherlich sehr gespannt, wer diesen Ankylosaurus übernehmen darf. Und der oder die Glückliche ist Angie Hoffmann mit dem Kommentar. Hashtag Ankylosaurus. Wenn ich ausgelost werde, soll der Dino Johanna heißen, weil meine kleine Schwester mag Dinosaurier. Die Labyrinth-Videos sind echt spannend. Vielen, vielen Dank, Angie, und herzlichen Glückwunsch. Und wir benennen ihn natürlich nach deinem Wunsch, nach deiner kleinen Schwester. Da wird sie sich hoffentlich drüber freuen. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es hier trotzdem eine gute Zeit wird. Der Ankylosaurus darf natürlich jetzt erstmal sich voll fressen und ausgiebig trinken. Und dann geht's los für ihn im Labyrinth und ich bringe euch dann zurück, wenn er dann da landet. Bis gleich. Wer kommt denn da geflogen? Ach, welch Wunder. Das dürfte doch die Johanna sein. Und das ist sie. Gesundheit 100%, Geborgenheit 100%. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, sie ist jetzt hier im Eingangsbereich gelandet. Und ich würde sagen, wenn sie jetzt hier nicht direkt losgeht, was wir jetzt mal eben angucken. Nee, das scheint mir nicht so. Würde ich sagen, ich bringe euch zurück, sobald es dann hier losgeht und sie das Labyrinth betritt. Bis gleich. So Leute, es sieht jetzt so aus, als wenn die liebe Johanna hier Richtung Startlinie geht. Und das ist nicht mal nach einer Minute der Fall gewesen. Also ich hätte nicht mal einen Cut setzen müssen. Und die Zeit startet natürlich wieder, wenn sie mit dem gesamten Körper über der Linie ist. Was jetzt der Fall ist. Jetzt geht die Zeit hier los. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt wirklich nicht der schnellste Laufmarsch, sage ich mal. Aber wir werden sehen, wie sie sich dann schlagen wird. Ich zoome mal ein bisschen raus und dann beobachten wir das Ganze mal ein bisschen im Zeitraffer, weil sonst wird das hier ein bisschen länger dauern, denke ich. Ja, Leute, ihr seht, der Zeitraffer ist aktiv und der ist nicht gerade langsam. Also, der Ankylosaurus ist langsam, aber der Zeitraffer nicht. Ihr könnt das ganz gut sehen, wenn ihr oben rechts auf die Zeit achtet, wie schnell die hier verrinnt. Und er macht zwar keine Fehler, aber er bewegt sich dennoch sehr, sehr langsam hier durch das Labyrinth. Er ist jetzt gleich bei der Hälfte, dann stoppen wir mal, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze in Echtzeit dann aussieht. Schaut euch das mal an, wie er läuft. Und er hat jetzt knapp 3 Minuten 30 auf der Uhr nach der Hälfte. Seine Nahrung und Wasserwerte sind sogar schon etwas gesunken und er ist natürlich unzufrieden, weil er nicht genug Wald hat. Aber wir werden sehen, wie er sich hier schlägt, ob er jetzt hier straight weitergeht, ob er hier noch Fehler macht. Wenn er jetzt hier so weitergeht, dann sollte das auf jeden Fall eine Zeit unter 8 Minuten werden, aber ob er das dann schaffen wird, ist dann wieder die andere Frage. Ne? Man weiß ja nie, was passiert, ob er stehen bleibt, ob er sich verläuft und so weiter. Aber ich denke nicht, dass es hier eine bessere Zeit als 7 Minuten werden wird. Ihr seht auch schon, der Zeitraffer ist jetzt hier wieder aktiv, weil es sonst einfach viel, viel zu lange dauert. So langsam, wie er hier läuft. Und jetzt ist er oben rechts an der Ecke vorbei. Ist jetzt bei über 7 Minuten jetzt schon und ist im Endspurt Richtung Ziellinie. Und das Ganze sehen wir jetzt hier zwar immer noch im Zeitraffer, aber ich werde gleich die letzten paar Meter auf jeden Fall nochmal in Realtime für euch zeigen, was jetzt der Fall ist. Und jetzt seht ihr nochmal, wie er hier voranschleicht. Langsam, aber stetig Richtung Ziel. Und wird hier mit einer Zeit über 8 Minuten, leider, über das Ziel kommen. Aber ich denke, er schafft es unter 9 Minuten, wenn er jetzt hier nicht umdreht. Und nee, das tut er nicht. Die Zeit stoppt jetzt. Und damit hat er eine Endzeit von 8 Minuten, 38 Sekunden und 0,4 Hundertstel. Das ist eine gute Zeit, denke ich, für den Ankylosaurus. Wo die Zeit dann sich in der Liste einordnet, das wirst du dann am Ende sehen von diesem Video, liebe Johanna. Und natürlich liebe Angie, die das Johanna ermöglicht hat. Und du darfst natürlich jetzt deinen Teilnehmer-Snack und dein Teilnehmergetränk gönnen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dem Ankylosaurus, auch wenn er jetzt nicht der spannendste Kandidat war.
Aber falls ihr auch mal einer der Dinosaurier werden möchtet, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden gleich den nächsten Dinosaurier auslosen und ihr könnt den ausgelosten Dinosaurier natürlich mit etwas Glück dann gewinnen. Ja, Leute, das war's mit dem Ankylosaurus und wir wissen alle, was jetzt ansteht. Und zwar drehen wir wieder unser wunderschönes Rad zu meiner Rechten und losen aus, welcher Dinosaurier als nächstes durch das Labyrinth muss bzw. darf. Das ist ja eigentlich eine Ehre. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Ich drehe das Ganze jetzt und wir starten und schauen dann, wer es als nächstes wird. Und es ist... sehr, sehr interessant. Der Struthium Mimus. Den habe ich tatsächlich schon sehr häufig von euch in den Kommentaren gesehen, dass das einer eurer geheimen Favoriten ist. Und ich kann mir auch denken, wieso, weil der ist ja so ein bisschen vogelstraußartig und ich denke, der hat ein sehr, sehr hohes Lauftempo und gehört deswegen zu euren Geheimfavoriten. Und der hat hier wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute Chance auf eine Topzeit. Und ihr wisst Bescheid, Leute, falls ihr der Struthium Mimus sein wollt, müsst ihr einmal Hashtag Struthium Mimus unten in die Kommentare schreiben und mit etwas Glück seid ihr dann der Struthium Mimus und könnt hier sogar was gewinnen. Und ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und würde sagen, ich freue mich aufs nächste Mal und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, euer Dandy.